Die Frage, die sich für mich stellt, ist, gibt es noch diese klassischen Erwerbsbiografien, die meine Großeltern und meine Eltern hatten, sprich ein und dieselbe Unternehmung oder vielleicht maximal noch ein zweites Unternehmen, wo man seine Erwerbslaufbahn hatte? Also für uns ist das schon irgendwie klassisch, unselbstständig mal zu sein, selbstständig, dann mal arbeitslos, dann wieder selbstständig und dann wieder unselbstständig zu sein. Die Frage ist aber nur, kann ich mir das mit 40, 50 oder 60 noch vorstellen? Ich habe dann vielleicht Nachwuchs oder pflege meine Eltern. Und da wird es schon sehr, sehr schwierig, einfach zu sagen, ich bin halt mal flexibel. Und da denke ich mir schon, in Zukunft, wie sieht es da mit unserer Sicherheit aus und was kann da die Politik dazu leisten?